Unter einem Mikroskop mit einer Heiz- und Kühlvorrichtung kann die Schliffoberfläche während der Abkühlung beobachtet werden. Die Macht in Sittbildung wird in der polierten Oberfläche durch eine nadelförmige Deformation sichtbar. Bei 830 Grad Celsius sind von Austenit lediglich die Korngrenzen zu sehen. Dieses Bild ändert sich mit der jetzt einsetzenden Abkühlung so lange nicht, bis die Temperatur des Beginns der Machtensitbildung bei 360 Grad Celsius unterschritten wird. Man erkennt kein Wachsen der Nadeln. Hier eine Übersichtsaufnahme. Die einzelnen Platten entstehen etwa mit Schallgeschwindigkeit. Die Machtensitmenge nimmt nur mit sinkender Temperatur zu.